Da es also für den Zen-Stoiker nur darauf ankommt, da zu sitzen und auf das auszuwarten wie Godot, weil es sowieso nichts zu bewerkstelligen gäbe, was nicht vollkommen sinn- und bedeutungslos wäre. Außer freilich, man gehört zu denjenigen, die die andere Wahl getroffen haben und wieder neue Bedeutung und neue Körper schaffen, die dann wieder völlig aussichtslose, lediglich die Mustertransformierungen ein bisschen variieren machen. Also kann ein Diogenes einem Alexander sagen: Danke, ich habe keinen Wunsch, den du mir erfüllen könntest, außer dass du mir aus dem Schatten gehst, den du wirfst, vor Amaterasu, die mich nicht belächelt, sondern auslacht in meinem Nichts mehr wollen. Und Alexander, der sagte, wenn er nicht Alexander der Große wäre, würde er Diogenes sein wollen und sich nicht so aufzublähen haben, um frisch dahin flottierend mit geblähten Segel die ganze Welt ein wenig durchzumischen.